I never thought you would take over my mind. 'Cause I've been lost, but I'm giving you all of my time. Isn't that good enough? Changing my patterns a lot. Yeah, I never thought I'd be sitting here wrapped in your arms. So let go of the things you hear. I'm not going anywhere without you. So put a little faith in me, though you're scared. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich hier mal ein Trainingsvideo für euch von Winnie und mir. Da ich im Moment sehr viel Doppellonge und auch, wie ihr hier gerade sehen könnt, Langzügelarbeit, ich will immer Führzügel sagen, Blödsinn, Langzügelarbeit mit ihm mache, habe ich euch das jetzt mal aufgenommen. Zum Anfang mache ich lockere Schrittarbeit am Langzügel mit dem Winnie, Seitwärtsgänge, Volten, Zirkel, halt ein paar Biegungssachen, damit er ein bisschen lockerer wird, denn der gute Herr hat ein bisschen sehr viel Specki auf den Rippen. Und zudem hat er die Rücken- und Gruppenmuskulatur, also im Endeffekt die komplette Rückenlinie. Da war er gerade ein bisschen nörgeln, weil er sich nicht biegen will und nicht stellen will, sondern eher über die äußere Schulter abhauen möchte. Hat er die komplette obere Rückenlinie, die Muskulatur, die dort ist, fest und verspannt. Das Ganze hat meine Osteopathin auch so schon abgesegnet, hat gesagt, der hat nichts eingeklemmt. Der ist einfach nur komplett verspannt und das Einzige, womit du es lösen kannst, ist mit Arbeit. Also arbeiten wir den Winnie sehr fleißig, zumindest so, wie es halt geht. Das Ganze habe ich euch heute mal aufgenommen und möchte euch auch ein paar Sachen halt dazu erzählen. Ja, dadurch, dass es dem Winnie sehr schwer fällt, vor allem auf der rechten Hand sich zu biegen und fallen zu lassen, das werdet ihr auch gleich ganz oft noch sehen. Es wird auch im Laufe der Einheit wird es besser, die Muskulatur wird auch etwas lockerer. Er gibt sich wirklich sehr viel Mühe. Da wollte er gerade auch wieder ein bisschen abhauen. Wie gesagt, am Anfang ist halt, dass er absolut nicht sich biegen will, nicht wirklich untertreten will, obwohl er ja gerade sehr, sehr fleißig da auch im Schritt läuft und auch im Schritt gut untertritt. Aber er ist halt so, dass er dann gerne ausbüxt. Am Anfang lasse ich ihn auch noch sehr viel wirklich am langen Zügel laufen, also leicht gestellt am langen Zügel, dass er halt noch so ein bisschen den in Anführungsstrichen Entspannungsmodus hat, einfach auch. Hier machen wir jetzt mal ein bisschen Seitwärtsgänge, das hilft ihm immer sehr beim Lösen und beim Lockerwerden. Das mache ich auf beiden Händen übrigens, man kann es nur halt auf der rechten Seite nicht sehen, auf der anderen Hand, beziehungsweise auf der anderen Seite, weil die Kamera das Winkel einfach, der Kamerawinkel einfach nicht so weit reicht. Ich hatte die Kamera schon bis ins letzte Eck von der Ecke gestellt. Now I'm living in a matchbox. All this time, all it needed was a little spark. Back, somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your hand. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your hand. Am Anfang auch erstmal locker, erstmal alles sortieren. Meistens habe ich die Enden der
Doppellonge immer hinter mir liegen, weil so viel Doppellonge in der Hand ist mir halt nichts, vor allem wenn ich die Peitsche dabei habe. Da kriege ich immer in der einen Hand, wo ich die Doppellonge und die Peitsche habe, kriege ich immer einen Krampf. Am Anfang mache ich dann auch direkt erstmal Schritt auf beiden Händen, sortiere mich, sortiere ihn. Und dann fange ich dann irgendwann an mit Traben. Und ich versuche auch immer, ihn schön fleißig vorwärts zu halten, weil nur durch dieses fleißige Vorwärtsgehen wird der lockerer. Genauso im Trab. Jetzt auf der rechten Hand sieht man sehr gut, wie schwer es ihm fällt. Vor allem ganz am Anfang, da bin ich auch, muss ich dazu sagen, ein bisschen sehr ruppig an der inneren Hand. Was, falls ihr diese komischen Knattertöne hört, das ist bei uns unten auf der Hauptstraße. Irgendwelche Autos. Da hat man es gerade gesehen. Ich zupfe einmal kräftig in, auch mal mehrfach hintereinander, weil Winnie halt dazu neigt, sich sehr auf das Gebiss draufzulehnen und sich sehr darauf festzubeißen. Und damit da überhaupt eine Kauaktivität entsteht, muss man dann doch mal ein bisschen ruppiger werden. Ich habe schon vieles ausprobiert. Ich habe auch schon eine unserer guten Reiterinnen mit dabei gehabt vom Stall. Die ist gelernte Reiterin. Die hat mir auch ein paar Tipps gegeben, aber das hat nach einer Zeit einfach nicht mehr so funktioniert. Und dann bin ich dazu übergegangen, dass ich halt einmal, vielleicht auch zwei, dreimal hintereinander einmal ruppe, halt annehmen, nachgeben, annehmen, nachgeben, in dem Sinne kräftig, dass er dann lose wird. Aber so wie ich merke, dass er weicher wird, dass er locker wird, lasse ich ihn da vorne auch komplett in Ruhe. Der äußere Zügel bleibt anstehen, wie es beim normalen Reiten halt auch ist. Der äußere Zügel begrenzt und der innere ist halt leicht angenommen dann in dem Moment. Wenn er sich natürlich da drauf lehnt, also wirklich richtig da drauf lehnt, dann ruppe ich nochmal und hole ihn nochmal nach innen rein und sage, ey, hallo, lehn dich nicht auf meine Hand. Das war ein schöner Übergang. Jetzt hat er da auch gerade Pause, weil da hat er die Runde für den Anfang wirklich gut gemacht. Ja, dass er einmal noch mal ein bisschen wachgerüttelt wird. Ihr werdet auch im Laufe der Aufnahme sehen, es wird immer und immer besser. Er wird immer lockerer, er wird immer, ja, immer aktiver, sage ich jetzt mal so. Er gibt sich sehr, 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 sehr viel Mühe. Halt auch immer sehr viel vorwärts treiben, weil dadurch, dass ihm das so schwer fällt und er das noch nicht so halten kann in dem Moment, wird er natürlich auch langsamer und neigt dann dazu, stehen zu bleiben. Dementsprechend seht ihr dann auch immer die Aktivität meiner Peitsche. Die gilt nicht immer auf den Po von Winnie. Wenn auf dem Po, dann ist das nur einmal eben kurz und auch nicht fest. Das ist nur einmal ein Hallo. Bitte dann doch jetzt mal reagieren, sonst haue ich nämlich eigentlich immer einen Meter oder zwei hinter ihm mit der Peitsche auf den Boden, einfach damit nur dieses Geräusch und dieses Platsch auf dem Boden halt da ist und treibe ihn somit an und sage, komm, vorwärts, nimm die Hinterbeinchen mit. Aber auch gleichzeitig, wenn er was gut macht, wenn er wirklich, wirklich toll gewesen ist und das super toll gemacht hat, klar, für jedes bisschen wird der gelobt, genauso wie der Pipino. Für alles, was er gut macht, für jedes bisschen, was er toll macht, wird er sofort gelobt. Ich motiviere ihn aber auch gleichzeitig dazu, weiterzumachen. Weil das auch bei Winnie so ist, wenn du ihn lobst und du lässt ihn stehen, merkt der sich das. Der merkt sich, oh, ich wurde gelobt. Oh, ich kann jetzt stehen bleiben. Oh, coole Sache, dann mache ich das jetzt immer, wenn ich ein Lob bekomme. Ja, das ist halt der doofe Nebeneffekt bei Winnie.
Der ist, was sowas angeht, ist der Energiesparmodell A++. Aber ansonsten, wenn man ihn immer wieder lobt und animiert weiterzumachen und ihn im Endeffekt anfeuert und ihm sagt, dass er das richtig gut macht, wie man da jetzt gerade auch sieht, dann ist er voll bei der Sache und ist auch super dabei und fleißig und ja, läuft halt dann auch sehr fein. Das ist jetzt die, ist wieder die rechte Hand, oder immer noch die rechte Hand. Man sieht da schon, es wird besser, er kann es besser halten. Nee, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Linke Hand ist es. Es ist die linke Hand. Und auf der linken Hand fällt es ihm wesentlich einfacher. So, es ist nicht die rechte Hand. Ich doof hier. Aber egal. Ihr seht es ja selber. Wie gesagt, auf der linken Hand fällt ihm das alles wesentlich einfacher. Da muss ich auch nicht so viel machen. Nur zwischendurch nochmal, ey, komm, geh mal ein bisschen weiter vorwärts. Ich heb dich jetzt nicht unbedingt dabei raus, sondern tu die Nase nach vorne. Er soll sich möglichst nicht einrollen, was man sieht, was er zwischendurch tut. Da fährt er ein bisschen zu weit mit der Nase hinter der Senkrechten. Aber das ist nicht schlimm. Denn er kommt immer wieder nach vorne und gibt sich unglaublich viel Mühe, dort auch zu bleiben und auch sein Tempo zu halten. Jetzt haben wir erstmal wieder Pause. Ich habe auch viele Pausen eingebaut, wo ich die Zügel dann lang gelassen habe. Und meistens kam auch nach den Pausen dann direkt der Handwechsel. Erstmal am langen Zügel und dann gleich langsam die Zügel wieder aufnehmen und weiter zum Trab wieder. You're like a lighthouse in a dream, really distant by your beam. It's guiding me home. So cold, yet warm. When you hold me, when you close. Es ist wesentlich besser als ganz zu Anfang. Ganz zu Anfang hat er ja nicht die Ansätze gemacht, auch mal vorne sich fallen zu lassen, um mal so ein bisschen die Anlehnung zu suchen. Hier sucht er die Anlehnung, vergisst nur dabei den Kopf zu halten und kippt dann so nach vorne weg. Da hat er es schön. Musste ich nur wieder ein bisschen vorwärts treiben. Das ist dann immer so auf der rechten Hand. Da hat er es gerade schön, läuft schön und wird dann langsamer. Da muss ich ihn vorwärts treiben und dann hebt er sich wieder raus. Da hat man es gesehen. Aber auch das wurde immer besser. Das ist beim Winnie halt sehr viel Übungssache am Anfang, wenn man sowas lange nicht gemacht hat, wenn er sehr steif gewesen ist und so. Aber er hat auch selber gemerkt, dass es ihm gut tut, weil er hat dann zwischendurch, wenn ich ihn dann mal mehr vorwärts geschickt habe und ihm halt gesagt habe, komm, gib mir dein Köpfchen, gib mir die Nase, such die Anlehnung vorne an den Zügel, dann fing er dann auch an abzuschnauben, sehr zufrieden auch. Und danach wurde auch immer lockerer. Ist halt eher das Arbeitstier vom Sulki und nicht an der Doppelorange. Oder bei der Stangenarbeit oder so.
das ist eigentlich so überhaupt nicht so sein Ding. Das, was ihm wirklich, wirklich viel Spaß macht, sind die Zirkuslektionen und der Sulky. Zirkel verkleinern. Da sieht man auch sehr gut, wie schwer es ihm fällt, sich zu halten und dabei vorwärts zu gehen. Deswegen, wenn er es nach einer kleinen Runde wirklich gut gemacht hat, gehe ich auch wieder raus auf den größeren Zirkel, damit er da dann direkt wieder die Entlastung hat, weil ihm wirklich das sehr, sehr schwer fällt, da dann mit unterzutreten auf dem Zirkel verkleinern. Dabei sich vorne zu halten und vorwärts zu gehen, ist in dem Moment halt ein bisschen schwierig, wenn man steif ist. Versucht halt auch den Zügeln dann nachzugeben. Er hat auch sehr viel nach außen gezogen und gedrängt, weil klar, er möchte dann gerne über die äußere Schulter abhauen, weil das leichter ist. Jetzt kommen wir zum Galopp. Rechtsgalopp muss ich ihn immer sehr, sehr, sehr viel treiben, weil ihm auch das im Moment noch sehr schwer fällt. Ihr seht, er fällt viel aus. Er geht in den Außengalopp. Deswegen reicht es mir meistens da, wenn er einfach nur eine komplette Runde durchgaloppiert ist, ohne dass ich den irgendwie gestellt habe. Klar, ich habe den inneren Zügel, den habe ich angenommen, damit er mir nicht zu weit nach außen abhaut. Weil wenn ich jetzt den äußeren Zügel annehmen würde, würde der auch sofort wieder durchparieren. Habe ich auch schon mal ausprobiert, ist eine Tatsache. Das kann ich erst wieder anfangen auf der rechten Hand, wenn er locker ist und wenn er auch wirklich durchgaloppiert und nicht direkt durchpariert, wenn ich ihn halt nach innen holen möchte. Aber auch nach dem Galopp direkt wieder fleißig vorwärts. You would always call me at the wrong time, so you can know what I was up to. Oh, don't you get that it's just stupid. Every time we spend time, I wanna do this for the last time. I don't need it, no,
Pferd tritt mit dem Galopp an. Man sieht hier auch direkt, es fällt ihm da leichter. Auch hier habe ich wieder nur den inneren Zügel angenommen, damit er halt einfach bei mir innen bleibt und nicht zu weit nach außen wegläuft. Aber hier springt er sofort in den richtigen Galopp an und galoppiert auch einigermaßen durch. Aber das wird alles noch. Das dauert halt ein bisschen. Es wird von Mal zu Mal, wie ich die Doppellonge mit ihm mache, wird es besser. Geht halt nicht von jetzt auf gleich, dass das halt fluppt, dass er locker ist, dass er durchschwingt, dass er vorwärts läuft, dass er sofort im richtigen Galopp anspringt und wunderschön bergauf durchspringt oder sonst irgendwas. Das funktioniert halt einfach nicht. Ich mache es so, dass wenn ich merke, wenn er jetzt beispielsweise der Galopp, wenn ich merke, okay, er kriegt den Galopp gehalten, es geht, dann versuche ich da auch mal ein bisschen einzubauen, dass er sich ein bisschen stellt im Galopp. Aber ansonsten, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir halt einfach erstmal nur den inneren Zügel halt dran lassen, dass er nicht zu weit nach außen wegrennt und galoppieren halt. Dann machen wir halt sonst nichts dergleichen im Galopp. Kommt halt immer darauf an, wie er gerade drauf ist. So, und damit ist unsere Doppellongen-Einheit auch schon beendet. Das hat er sehr gut gemacht. Jetzt mache ich alles ab. Und dann darf er sich gleich noch eine Runde wälzen. Things get tough. No, I got your back. Your battles are mine too. I fight for you when things get hard. Lay it all on me when you're not strong enough to carry on. Baby, you should know I got you. Wie er den so gesehen hat, der sieht aus wie ein kleiner Mini-Haflinger. Jo, wenn ich das jetzt hier so im Bild sehe, könnte man glatt meinen, ja. Nur nicht mit ganz so heller Mähne. Jetzt von mir zurückgeht, der hat beim Putzen das Problem, wenn ich ihn putze, dass sich sein Fell statisch auflädt. Dementsprechend lade ich mich natürlich auch statisch auf und wir entladen uns gegenseitig. Das gibt einen kleinen Stromschock, das macht Knack und davor hat der Winnie Angst. Also dieser Stromschock, das dürftet ihr selber kennen, das ist nicht viel. Das ist wirklich nur ein Mini-Bisschen, aber der Winnie, der mag das trotzdem nicht und der hat da immer Angst vor. Deswegen ist er danach dann immer sehr vorsichtig mir gegenüber und hat immer Angst, an meine Hand zu kommen oder an meine Finger, allgemein mit der Nase dann. Und deswegen mache ich im Moment ganz viele Übungen mit Leckerchen halt, weil
anders, hallo Handy, anders funktioniert es leider nicht. Selbst bei den Leckerchen ist er dann noch vorsichtig und nimmt es nicht wirklich oder schmeißt es nur schnell auf den Boden. Aber das wird auch wieder besser. Das ist halt nun mal so bei ihm im Fellwechsel. Schon mit dem Video. Hier kommen jetzt noch ein paar kleine Sequenzen von Winnie aus der Halle. Ich hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht. Ich würde mich über Kommentare und Likes freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.